Es war ein Reinfall. Die Ölpumpe und der hasserfüllte Hügel hatten ihn Jeremy kein bisschen näher gebracht. Carnby war sich sicher gewesen, auf Gold gestoßen zu sein, als er Jeremys Tasche gefunden hatte. Aber es war nur eine Falle von Lottie, einer von De Seddos Pflegerinnen. Danach war alles schnell eskaliert, aber irgendwie hatte Carnby es geschafft, nach De Seddo zurückzukehren, wenn auch ohne neue Erkenntnisse. Immerhin hatte er eine Sache von der Liste streichen können. Jetzt musste er herausfinden, was er mit dem Kessel machen sollte. Überlegungen zur Macht des Verbs in bestimmten Texten. Von Juan Luis Jorge. Es fest verkeilt. Es hat geklappt. Die Barlow-Linse. Anleitung. Um die Vergrößerung Ihres Teleskops zu verdoppeln, bringen Sie einfach diese Barlow-Linse an Ihrem Gerät an. Dann nutzen Sie die Feineinstellungen, um den Abstand zwischen Ihren Linsen einzustellen. Das ist recht einfach, solange Sie durch das Okular schauen. Suchen Sie einfach nach einer Position, in der das Bild gut zu erkennen ist und flach erscheint. Wenn Ihr Teleskop korrekt eingestellt wurde, sollte Ihr Teleskop ein klares Bild mit hervorragender Vergrößerung bieten. Ich glaube, mir fehlt noch etwas. Oh.
Es hat geklappt. Jeremy? Was zum Teufel ist hier los? Wo ist die Leiche? Wissen Sie, Mr. Waits, ich habe ein Stück von der Scheibe gesehen, die Lisa kaputt gemacht hat. Ich glaube, sie hat die Teile versteckt, aber sie ist darin nicht besonders gut. Es ist verrottet. Durch eine Art Fäulnis. Wissen Sie, Mr. Waits, ich habe ein Stück von der Scheibe gesehen, die Lisa kaputt gemacht hat. Ich glaube, sie hat die Teile versteckt, aber sie ist darin nicht besonders gut. Sie hat dieses Stück einfach in den kleinen Raum mit den Werkzeugen hinter den Boiler gesteckt. Ich habe es dort gelassen. Ich wollte sie nicht beschämen, indem ich es mitnehme, wenn sie es sieht. Stattdessen sind wir nach oben gegangen und haben Backgammon gespielt. Ich habe sie gewinnen lassen, weil sie so traurig ist. Das Stück sah aus wie jenes, das in Cassandras Zimmer ausgestellt wird. Von dem wissen Sie ja sicher schon, oder? Oder sind Ihre Augen wirklich so schlecht? Ich hoffe, Sie fühlen sich wie... Ist fest verkeilt. Es hat geklappt. Detective Carnby, wie schön, dass Sie hier sind. Ich mache Ihnen einen Drink. Was ist passiert? Ist hier eine Bombe eingeschlagen? Willkommen im Irrenhaus, Detective. Danke.
Ist die Decke etwa eingebrochen? Ich habe gehört, es war was auf dem Dachboden. Etwas, das hätte sein sollen, aber dann nicht war. Wie das solche Konsequenzen haben kann, verstehe ich nicht. Ehrlich gesagt, weiß ich nicht, warum es hier so aussieht, aber... Ich wette, Ihr Freund Jeremy weiß es. Wissen Sie, wo ich ihn finde? Oh, ich schätze in seiner Vergangenheit. Er redet immerzu von diesem mysteriösen Schattenmann. Ich glaube, er versteckt sich vor ihm. Oder ist vielleicht bei ihm. Ich kann dem nicht ganz folgen. Sie scheinen sich keine großen Sorgen um den Zustand hier zu machen. Ich sorge mich selten. Sehen Sie sich doch nur hier um. Sie halten das vielleicht für eine riesige Verwüstung. Aber ich finde, wir haben endlich den richtigen Stil gefunden. Es passt perfekt zum Zustand dieses Orts und den... Verrückten. Das gilt auch für den ganzen Unsinn mit Jeremy. Meiner Ansicht nach haben wir endlich eine Entsprechung für das Chaos in uns allen gefunden. Also, freut mich, dass Sie es so angenehm finden. Sie verzeihen sicher, wenn ich für Ordnung sorge in der Jeremy-Sache. Der Raum hier übersteigt meine Fähigkeiten. Viel Glück, Detective. Hoffentlich sehen wir uns bald wieder. Wiedersehen, Miss. Ruth wirkte nicht gerade einfach. Was sie über Jeremy und den Schattenmann sagte, klang so, als wüsste sie etwas Wichtiges. Aber am Ende fühlte es sich wie eine Sackgasse an. Kann ich noch mehr von diesem Whisky haben? Nur zu, Detective. Ich glaube ohnehin nicht, dass ich noch mehr vertrage. Störe ich Sie? Im Gegenteil, Detective. Ich schaue gerne Profis bei der Arbeit zu. Nun, ich sollte wieder los. Auf Wiedersehen, Detective. Lassen Sie sich von niemandem reinlegen. Dieser aggressiven Fäulnis. Über die Allgegenwärtigkeit des Bösen. Dort findet sich Tugend und Fahrlässigkeit. Gedankenvoll Licht.
brauche den Schlüssel. Da fehlt etwas. Was wird das? Malst du ein Bild? Nichts Besonderes. Mir ist langweilig. Kenne ich dich von irgendwoher? Ich erinnere mich an Sie, Mr. Carnby. Woher? Nicht anfassen. Cassandra fände das nicht gut. Das fände sie gar nicht gut. Weißt du, wo sie ist? Ich will lieber nicht drüber reden. Das macht mir Angst. Außerdem kommt sie nach dem Johannesfest wieder. Glaubst du? Ja, so steht es geschrieben, Mr. Carnby. Und viele, die im Staub der Erde schlafen, werden aufwachen. Die einen zum ewigen Leben, die anderen zu ewiger Schmach und Schande. Na schön.
Ich gehe dann lieber, wenn das okay ist. Ich bleibe nicht gerne lange an einem Ort. Mr. McCarthy könnte mich finden. Hey. Ist er gemein zu dir? Nicht alle müssen gerettet werden, Mr. Carnby. Das sollten Sie langsam wissen. Warum sah das Mädchen so vertraut aus? Detective Carnby konnte sich einfach nicht recht erinnern. Seine letzten paar Jahre verbargen sich unter einem Schleier von Trunkenheit. Ein Schleier, der mittlerweile nahezu undurchsichtig geworden war. Angesichts ihrer gemeinsamen Vergangenheit hatte Grace jedes Recht dazu, beleidigt zu sein. Aber dies schien nicht ihrer Natur zu entsprechen. Sie war belustigt. Miss Bogart, heute habe ich Ihre Medizin beim Postamt abgeholt. Wie Sie wissen, muss sie zu Ihrer eigenen Sicherheit von den Pflegekräften verabreicht werden. Ich habe die Kiste fürs Erste in Lottis Zimmer gestellt und ich bin sicher, sie wird sie sobald... Hier ist Cassandra Bogart also gelandet. Wieder eines von diesen seltsamen Vorhängeschlössern. Schon wieder mehr von dieser Fäulnis. Als würde sie mich irgendwo hinführen. Aber wohin? Wenn ich das komplette Flaschenset finde, kann ich vielleicht mit diesen Fäulnisflecken etwas anfangen. Das muss das Zimmer von diesem Mädchen sein. Mach dir keine Sorgen, Grace. Spiel dein Spiel. Blöke und schrei mit den anderen. Ich bin auch nicht neidisch. Es wird mehr Maskenbälle geben. Warum kommt sie mir so bekannt vor? Die Medizinflaschen wiesen Fäulnisspuren auf ihren Etiketten auf, die auf eine größere Form hinwiesen. Sie mussten nur richtig aufgestellt werden. Aber wozu? Thank you.
Die Fäulnis hat die Form einer Schlange. Hier muss es etwas Wichtiges zu finden geben. Vielleicht haben die Zahlen auf den Etiketten etwas damit zu tun.